Davor muss ich mich entschuldigen, liebe Kinder. Ich bin der, der die schlechte Nachricht bringt. Nächste Woche geht die Schule wieder los. Heute sind die Weihnachtsferien zu Ende. Wie Schüler, aber auch Eltern und Lehrer motiviert die Schule wieder angehen und loslegen können, das wird uns gleich der Kabarettist und auch Lehrer, gleichzeitig Andreas Ferner, erzählen. Der große Unterschied ist zwischen Schule und Kabarett, Sie hier am Abend sitzen freiwillig hier. Auf der Bühne vereint Andreas Ferner seine beiden Leidenschaften, Kabarett und Schule. Als Lehrer plaudert er so einiges aus dem Nähkästchen aus. Circa 50% der Lehrer werden ja Lehrer aus Rache. Ja, na, die haben selber schon schlechte Lehrer gehabt und aus Rache werden sie dann auch Lehrer. Vor 17 Jahren startete der gebürtige Wiener seine Kabarett- und Schauspielkarriere. Parallel dazu unterrichtete er an der Handelsakademie kaufmännische Fächer und wurde vor 5 Jahren sogar zum Lehrer des Jahres gewählt. Ein Multitalent. Also wie wird man Bildungsexperte? Erstens, Sie dürfen auf keinen Fall pädagogische Erfahrung haben. Ganz wichtig. Ne? Und zweitens, Sie müssen schon in der Schule möglichst unbeliebt gewesen sein und sind im Idealfall schon damals als Klugscheißer verdroschen worden. Und jetzt hat er Platz genommen. Andreas Ferner, schön, dass wir uns wieder sehen. Sehr, sehr gerne. Endlich hat es geklappt, auch, ja, dass du zu mir am Abend kommst. Einmal. Ja, genau. In der Früh, ich bin nicht so der Frühaufsteher. Gut als Lehrer. Das als Lehrer. Das ist super, ja. Und du schaffst es nächste Woche in die Schule, glaubst du? Ja, es war jetzt schon ein bisschen eine Pause, aber es geht schon. Also es, ja. Es geht schon. Ich habe ein kleines Kind, da muss man eh früh aufstehen. Also, okay, ja, du bist das gewohnt. Jetzt aber ganz ehrlich, wir sind ja unter uns. Ja. Geht es nicht den Lehrern am Schulbeginn, so nach den Ferien, ähnlich wie den Schülern? Mit der Vorfreude? Ja, also ich habe riesige Vorfreude. Ich kann schon gar nicht mehr aushalten. Also heute ist Freitag. Also nur noch 3 Tage, endlich. Wirklich? Gott sei Dank. Nein, ich liebe den Lehrerjob. Also ich habe da wirklich das Glück, etwas gefunden zu haben, wo das, was ich kann, reden und gut mit Menschen umgehen, kann ich hier optimal einbringen. Das ist hier gefragt. Und es ist ja, muss man auch sagen, ein sehr wichtiger, sehr sinnvoller Job. Also von dem her habe ich das Glück, in meinem Traumjob zu arbeiten. Mhm. Und ich sehe es auch als meinen Teil des Jobs, die Schüler zu motivieren. Und ich denke mal, das gelingt mir sehr gut. Und ja, ich hoffe, dass sich die Schüler jetzt auch wieder freuen auf am Montag. Hast du irgendeinen Tipp auch für die Eltern vielleicht? Wie startest du motiviert am Montag dann? Naja, also für die Eltern, ich würde sagen, jetzt für die Schüler wäre... Ja. Also, die Schüler sind dann jetzt so, jetzt ist ja bald Notenschluss, da sind sie eh automatisch schon immer viel motivierter. Weil sollte man sein, ja. Noten nicht. Nein, aber wichtig ist, dass man sich ein bisschen klar macht, vielleicht, was man so mal machen will. Und dann einfach so Fach für Fach einfach so durchgehen, was kann man dieses Fach zum Beispiel bringen für mein späteres Berufsleben. Also den Sinn quasi, genau, den erkennen, Sinn. Und ich glaube, über das nicht immer sofort klar. Genau, und auch als Lehrer mache ich so, dass ich das immer in die Lebenswelten der Schüler runterbreche. Ja. Diese Beispiele, ich mache ja Betriebswirtschaft, wo ich halt immer dann suche, Stichwort Marketing, was kann ich das bringen? Und dann hat man gleich einmal einen guten Zugang und dann geht es einfach viel leichter. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass der Stoff, der dir in der Schule passiert, natürlich perfekt ist für die Kabarettbühne. Erstens einmal hat es jeder erlebt, jeder kann mitreden bei dem Thema und es ergibt sich jeden Tag wahrscheinlich irgendwie eine lustige Szene, oder? Genau, der Stoff geht wirklich nie aus. Ja. Das ist ja auch der Grund, warum ich jetzt seit 5 Jahren Kabarett bei Schule mache, also tagtäglich im Klassenzimmer und genauso auch draußen. Man sieht ja jeden Tag in der Zeitung neue Bildungspolitik, irgendwelche Bildungsexperten, die sich wichtig machen. Also der Stoff wird mir geliefert und auch nach den Vorstellungen ist ja witzig, dass die ganzen Leute dann über ihre eigenen Schulgeschichten wieder erzählen. Also es ist ein sehr, sehr emotionales Thema, Bildung und Schule, in positiver Hinsicht, also für mich natürlich positiv, aber natürlich auch in negativer Hinsicht. Und aber natürlich für Kabarett ist es super, wenn es so emotional aufgeladen ist. Ja. Ist es für dich vielleicht dann sogar als Therapie, wenn du dann über das Erlebte in der Schule Abend... Ja, wenn man sehr salopp sagen würde, irgendwie schon, soll heißen, es ist ja, man sagt auch bei Kabarettnummern, die besten Kabarettnummern entstehen daraus, wenn du dich über etwas sehr ärgerst. Ja? Und deswegen kann es, statt dass man sich so ärgert und einfach hineinfrisst, kann man lustige Kabarettnummer draus machen. Ja? Das heißt jetzt, man möchte nicht unbedingt Gangaufsicht machen, macht man lustige Kabarettnummer draus. Oder es wird etwas Neues eingeführt, wo du nicht sehr zufrieden bist damit. Ja. Kann ich das quasi dann auf der Bühne entfalten. Verstehe. Und genau. Ja. Du, auch wenn dir da das Thema nie ausgeht oder die Witze nie ausgehen werden, kannst du dir vorstellen, auch mal ein anderes Kabarett zu machen, wo es nicht um Schule und Lernen geht? Also auf jeden Fall. Also ich habe ja davor lange Zeit Kabarett, politisches oder gesellschaftskritisches Kabarett gemacht. Hätte auch jetzt schon
ein anderes Programm machen wollen, aber es haben halt alle gesagt, ja, von Kabarettmanagern über andere angefangen, solange die Leute das so gerne sehen möchten, mach weiter, es wäre never change a winning team. Wann sieht man dich da irgendwo in der nächsten Zeit? Es geht, Schulanfang ist am 8., auch Kabarettanfang ist jetzt am 8., okay. Gleich in Wien, in Maera, dann gleich am 13. im Orpheum und aber auch hier in der Jellymühle, gleich um die Ecke, bin ich im Anfang März, glaube ich am 2. März, also ständig unterwegs, also im Klassenzimmer und am Abend. Anspruchsvolle Zeit im Jänner. Andreas, hat mich gefreut, dass wir heute ein bisschen plaudern haben können. Danke für den Besuch. Sehr gerne. Schönes Wochenende und entspannten Schulanfang dann. Am Montag. Du wirst es schaffen. Ich bin auch ganz sicher. Alles Gute, Andreas Ferner, heute bei uns zu Gast in Daheim in Österreich.